Das ist doch ein bisschen brennen und dann merkst du einfach, dass der Nikotin kommt. Im Gimmer haben wir mal mit dem angefangen. Und ja, wie es ist, halt ein bisschen Gruppenzwang. Und ja, man freut sich einfach auf den Snus, wenn man nichts keine drin hat. Die Tabakbeutelchen wirken sowohl aufputschend als auch beruhigend. Skandinavische Spieler brachten den Trend vor Jahren in die Schweiz. Heute ist Snus aber längst mehr als eine Eishockey-Mode. Die letzten Jahre ist auch im Ausgang viel beliebter geworden. Jeder Zweite hat eine Snusdose in der Tasche und ja, es wird einfach viel beliebter. Seit 1992 ist der Handel in der EU verboten. Die Schweiz hat dies übernommen. Nur in Schweden darf Snus verkauft werden. Dort gibt's die runden Dosen in allen Farben, Geschmacksrichtungen und sogar als Weihnachtsausgabe. Trotz Verbot, der Konsum ist legal und via schwedischen Internetseiten auch kein Problem. Pakete mit bis zu 35 Dosen gelten als legale Bestellungen für den Eigengebrauch. Als ich angefangen habe, war es überhaupt schwierig, den Internetzugang zu kriegen. Und heutzutage sieht man ja, vom Handy ist das kein Problem. Hätte man das 5 Sekunden bestellt und gut ist. Ja. Kein Wunder sind die Einfuhrungszahlen von Snus regelrecht explodiert. Eine Tonne wurde noch 2006 in die Schweiz importiert. Seither stieg die Nachfrage rasant. 2011 auf 27 Tonnen. Aktuellen Zahlen zufolge werden 2012 hochgerechnet 28 Tonnen importiert. Ein neuer Rekord. Schweden würde gerne noch viel mehr in die Schweiz liefern, wäre der Handel erlaubt. Die schwedische Handelsministerin Eva Björling hier am schwedisch-schweizerischen Business Forum in Zürich setzt sich für die Legalisierung des nordischen Mundtabaks ein. Wieso sollte Snus anders behandelt werden als andere Tabakprodukte, die frei gehandelt werden dürfen? Für mich ist das sehr schwierig zu verstehen, da ich an den freien Wettbewerb glaube. Die jetzige Situation ist eine Diskriminierung. Das Handelsverbot hat einen Grund, findet Michael Bornstein. Er leitet die größte oralmedizinische Sprechstunde in der Schweiz und hat oft mit Snus-Konsumenten zu tun. Wir sind ein 20-jähriger Snus-Konsument, der Snus typisch zwischen Oberlippen und Zähnen einbringt. Und dort kommt es zu einer Verhornung dieser Schleimhaut, ganz im Gegensatz zu der gesunden Schleimhaut links und rechts. Snus bedeutet einmal für die Mundhöhle Veränderungen am Zahnfleisch. Es geht zurück, es ist entzündet. Am Zahnbett, der Knochen wird geschädigt. Im ganzen Schleimhautbereich, Krebsvorstufen, die sich können bilden und dann eventuell im schlimmsten Fall selbst Mundhöhlenkrebs. Aber auch allgemeinmedizinisch als Einstiegsdroge, wo man es diskutieren kann, und Herz-Kreislauf-Veränderung, was dort im Zusammenhang gesehen wird. Ärzte sind sich aber weitgehend einig, dass Snus weniger gefährlich ist als Zigaretten. Die Zernetzer Spieler jedenfalls machen sich Gedanken wegen ihrer Gesundheit und wollen ihren Snus-Konsum überdenken. Aber wie so oft bei der Nikotinsucht, das ist schneller gesagt als getan.